Hi Leute, hier sind wieder Patrick und Uwe auf dem VIP-Velo. Und heute haben wir mal uns ein paar Fragen aus den Kommentaren rausgepickt und würden euch die gerne beantworten. Ich lese die Fragen einfach mal vor und Patrick beantwortet die Fragen, insofern er die Fragen überhaupt beantworten kann. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Patrick, ja. Auch übrigens sehr kreative Usernamen, die ihr habt. Soll ich mit vorlesen? Ja, selbstverständlich, wir sind ja eine transparente Show, ne? Pass auf, Knuddelschnuffel78 fragt. Knuddelschnuffel, kennst du das Portal Knuddel? Nee. Was nicht? Ist das? Echt nicht? Nö, was ist Knuddelschnuffel? Was? Das war so eine Dating-Plattform. Eine Dating-Plattform, ja. Okay. Ja, ich lerne meine Leute meistens in Real kennen. Natürlich. In Real im Supermarkt kennen. Na klar. Wer lenkt das VIP-Leo? Auch der Gast? Das VIP-Leo? Ja. Ja. VIP-Velo. Das VIP-Velo. Ja, das lenkt. Ja, das VIP-Velo lenke wirklich nur ich. Der Gast leider neben mir. Ja, in dem Fall jetzt hier, mein lieber Uwe, haben wirklich ein steifen Lenker und können nicht lenken. Aber sowohl ich als Fahrer als auch der Gast können treten und auch bremsen. Aber lenken. Bremsen braucht der Gast doch manchmal. Wenn Patrick irgendwie im Redeschwall ist, dann fährt er gern mal gegen die Wand. Das ist gar nicht wahr. Naja, gerade wäre es fast passiert. Das ist gar nicht wahr. Das war. Egal, nächste Frage. Auch wieder genialer Name. Heide Kuschinski unterstrich HH fragt. Ja. Wie schnell fährt das VIP-Velo? Wie schnell das VIP-Velo fährt? Naja, das VIP-Velo, es kommt ganz drauf an. Ne? Bergab ist VIP auf jeden Fall schneller. Ich würde sagen, wir haben so eine Durchschnittstemperatur, genau. Wir haben so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, weiß ich nicht, 15, 20 km/h. Ja. Nur so meistens, wir bewegen uns ja meistens im Stadtverkehr. Und nachts ist es auch schneller als berg runter, ne? Ich glaube, das mache ich dir als T-Shirt-Spruch. Okay. Ja, es ist halt, wir fahren überwiegend in der Stadt und da ist sowieso Entschleunigung angesagt. Wir fahren wirklich recht langsam eigentlich schon. Ja, manchmal muss man ehrlich sagen, muss ich fast ein bisschen drosseln, weil wir sonst mit unserer Runde, die wir geplant haben, zu schnell zu Ende wären. Und die Gäste haben ja doch ein bisschen was zu erzählen und die wollen wir auch aussprechen lassen und deswegen muss ich fast manchmal drosseln. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel der Gast tritt. Ja, was ist eine Talkshow? Ja, das ist auch richtig, aber ich muss euch ja dann drosseln, damit wir nicht schon mit der Runde fertig sind. Aber im Reden machen. Das stimmt wirklich. Also, das ist nicht wie mit dem Geld im Monat ist, ne? Dass das Geld leer ist und dann wird es nicht zu Ende. Es ist halt so, dass wenn beide wirklich treten, dann ist man schon fix. Also, das Fahrrad kann schon schnell fahren. Also, so ist es nicht. Aber es ist nicht unbedingt immer ratsam. Aber es tritt halt nicht immer jeder Gast mit. Das stimmt. Ja, aber wir verraten jetzt nicht, wer tritt und wer nicht. Seht ihr ja. Ja, das sieht man meistens an meinem Gesichtsausdruck. Ja. So. Nächste Frage, lustig. Ja? Mein Lieblingsspitzname für irgendwelche Gäste. Was? Alpha-Kevin-BLN. Woher der wohl kommt? Ja, wo der woher kommt. Fragt, wieso trägt Uwe immer zu enge T-Shirts? Diese Frage habe ich mir auch schon sehr oft gestellt im Übrigen. Also ich muss sagen, man nimmt das natürlich immer ganz anders wahr, wenn man vorm Spiegel steht oder man wünscht es sich anders. Ja. Aber ich muss mich auch ein bisschen nahbar machen. Nahbar. Es kann ja, wenn man im Social Media mal mit Sixpack und so, man muss auch mal wieder zeigen, dass es natürliche Menschen gibt. Absolut, selbstverständlich. Natürlich schön. Ja, aber kannst du dir dann nicht wenigstens ein paar weite T-Shirts anziehen dafür? Ist ja egal. Ja, demnächst mal. Wer ist denn dafür, dass Uwe auch mal Anzug trägt? Ich finde ja, du siehst unheimlich gut im Anzug aus. Aber das weiß ich ja, da bin ich ja nicht mehr nahbar. Ach, das stimmt auch wiederum. Ja, warum trage ich? Naja, ist ja auch egal. Ja, aber. Aber Unanzug geht bei dir gar nicht. Nee. Das hält auch keiner aus. Also, und eine halbe Stunde Maske, sonst geht es auch gar nicht. Also, wenn ihr wüsstet, wie er aussieht, wenn er ungeschminkt ist, wenn ich jedes Mal früh komme. Oh, unglaublich. Das möchte keiner sehen. Kennt ihr Shrek, den Film? Das ist so süß. Nächste Frage. So, die Arschbombe 87 fragt, wo kommen die Folgen mit den richtigen Moderatoren? Ja, das frage ich mich auch ständig. Mit dem richtigen Moderator. So. Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Also, ich kann's ja selber sagen, ich gehe heimlich auf die anonyme Moderationsschule von Joko Winterscheid. Ich bin fast durch mit meinem Moderationsdiplom. Und wir haben halt einfach keinen anderen gefunden dafür, der das hier machen möchte. Ja. Ja, wir haben Kai Pflaume angefragt, ja, Jörg Pilawa, Thomas Gottschalk, Günther Jauch. Ja, die haben alle gesagt, sag mal, wir fahren da kein Fahrrad. Ja, eben. Ne? Es ist nämlich gar nicht so einfach auf dem Fahrrad zu fahren, ja, und zu reden. Diese Größen alle sitzen schön gemütlich im Studio in ihrem Stuhl. Ja. Warm, kuschelig oder gekühlt, je nachdem. Ja.
und rattern da ihre Fragen runter. So sieht's aus. Ja. Der Tier ist Kunst. Das ist richtig cool. Absolute Kunstform, absolut, ja. Ja, aber ja, deshalb müsst ihr wahrscheinlich weiterhin mit mir vorlieb nehmen. Ne, ihr könnt ja stumm schalten, wenn ich was sage. Ja. Ist ja auch nicht so. Und dann anschalten wieder, wenn ich was sage. Aber ich sage ja nicht so viel. Du sagst nicht so viel. Ich habe nicht so ein Redebedürfnis. Ja. Habe ich eigentlich schon erzählt, was ich gestern Abend gemacht habe? Spaß. Nächste Frage. Waldi unterstrich Horst. Ich schätze mal, der hat 80, oder? Ja, bestimmt. Wird nur in Berlin gefahren? Ja, bis jetzt, Tatsache, sind wir wirklich nur in Berlin unterwegs gewesen. Das stimmt nicht. Ja, ja, wir waren auch schon mal kurz in Brandenburg. Kommen wir hier noch weiter. Das ist übrigens auch nur, man weiß manchmal nicht, wenn man die Strecke vorher nicht gesehen hat, weil es jemand verpeilt hat, vorher mal vielleicht die Strecke auszuchecken. Oder man hat eine Strecke geplant und der Fahrer fährt dann einfach woanders lang. Und zumindest, wir fahren bis jetzt theoretisch nur in Berlin, haben aber für nächstes Jahr eine Menge vor. Wir wollen gerne mit interessanten Personen, deren ihre Städte auch ein bisschen kennenlernen. Und einige Spezials sind geplant. Und wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie uns unten in die Kommis oder schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine Postkarte. Da sind wir für alles offen. Aber bis jetzt Tatsache nur in Berlin und mal kurz in Brandenburg. Das und Patrick hat mir vergessen, wir machen ja einen Europa-Spezial. Ja, das ist, sieht dann so aus, dass ich weiß schon, wo es hingeht. Du weißt schon, wo es hingeht? Okay. Eine der schönsten Städte Europas. Fahren wir dann auch mit dem Fahrrad dahin? Nee. Achso. Also du ja, ich nicht. Alles klar. Okay. So, nächste Frage. Nächste Frage. Agathe Bauer unterstrich Hannover fragt. Ja. Wieso trägt man auf einem Fahrrad Anzug? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Haben wir eigentlich auch schon beantwortet, weil ohne geht nicht. Ja. Naja, es ist so, ich habe halt wirklich große Vorbilder und die haben halt nun mal in Talk-Formaten. Joko Winterscheid sieht man ganz oft im Anzug. Joko Winterscheid zum Beispiel. Ja, aber ich kann es ja hier mal verraten, ich kann mich ja hier mal outen. Ich bin ein großer Bewunderer von Jan Böhmermann. Hallo Jan, falls du das siehst. Hi. Und ja, und natürlich Harald Schmidt etc. Und es ist letztendlich ein Talker ohne Anzug ist irgendwie, das geht gar nicht. Deswegen Anzug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ultra bequem. Es fährt sich unheimlich bequem auf dem Fahrrad mit dem Anzug. Ja, also, weiß es nicht. Ich finde es toll. Echt? Ja, echt, ja. Du sollst es mal ausprobieren. Da fährst du aber immer ganz schön nassen Fleck dann, wenn du auf dem Fahrrad aufstehst. Naja, es ist natürlich, wenn du 222%igen Polyesteranzug trägst, dann ist das auch nicht. Ja, mehr können wir uns doch nicht leisten. Nee. Perfekt. Nee. Mehr ist nicht drin momentan. Nächste Frage. Manuel und. Unterstrich Antrag. Ach, aus Wanderslust. Ach, ist ja anscheinend aus Wanderslust. Also, ja. Fragt, ist es schwer zu fahren und zu fragen? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Manuel. Ja, es ist schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich zwar mittlerweile gewöhnt, aber du hast es ja auch schon mal machen dürfen. Das sieht man ja auch bald. Oder wer es dann irgendwann findet. Uwe hat ja auch schon mal hier diesen Platz eingenommen. Ich habe das auch schon gesehen. Wir wissen gar nicht, wann das jetzt hier rauskommt. Ja, keine Ahnung. Ja, es ist unheimlich schwer. Ich habe hier in meinem linken Ohr einen Knopf. Da höre ich das Gerede von mir und meinem Gast. Und ich habe auch noch Uwe auf dem Ohr, der mir noch Kommandos zwischendurch gibt. Und dann natürlich noch fahren, noch denken. ich habe einen Fragekatalog. Es ist wirklich schwer. Es ist echt. Ich habe das am Anfang. Also ich muss wirklich mal eine Lanze brechen für den Patrick. In einer Folge durfte ich auch mal eine halbe Stunde. Und ich dachte, ja, was soll ich darauf vorbereiten? Aber auf den Verkehr zu achten, gerade in Berlin, und dann auch noch Fragen stellen und dann noch zu überlegen, okay, wo schaue ich hin? Also es ist schon nicht ganz so einfach. Nee, also es ist wirklich. Ja, ich würde es keinem wünschen. Also, ja, das ist hart, aber es macht Spaß. Es macht wirklich richtig Spaß. Tja, das waren so die Fragen, die wir rausgepickt haben. Hey, sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Möchtest du noch was erzählen? Wir müssen ja geradeaus, dann kommen wir rum ins Moorbuch. Ach, das raus, ist ja ne? Ding. Okay, dann fahren wir mal geradeaus. Wir fahren jetzt einfach mal über Rot. Nein, das war noch grün. Hallo? Ach so, schön. Das war noch grün. Ich habe nur kurz überlegt, ob wir jetzt geradeaus fahren. Wir sind aber eh gleich im kommunistischen Bezirk von Berlin. Ist das so, ja? Ist das so? Ja, nee, sonst stellt weiter Fragen, wir freuen uns drüber. Wenn ihr interessiert seid, was wir hier so machen, wir machen das für euch. Zur reinen Unterhaltung, wir freuen uns über jede Unterstützung. So, jetzt fahre ich hier durch den Busch. Mal kurz. Vielen Dank. Und Spiegel.
gut, dass wir den noch gesehen haben. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?